Nun Anmerkungen. Zu jedem, und das ist ein Satz, zu jedem rekursiv formulierten Algorithmus gibt es einen äquivalenten iterativen Algorithmus. Da werden sicher einige von Ihnen denken, puh, Glück gehabt, das mit der Rekursion ist ja doch etwas komplizierter. Und wenn es zu jedem rekursiv formulierten Algorithmus auch einen äquivalenten, also gleichbedeutenden iterativen Algorithmus gibt, ja, dann können wir unsere Probleme weiterhin mit Schleifen lösen und müssen uns gar nicht mit der Rekursion auseinandersetzen. Es gibt aber Vorteile rekursiver Algorithmen. Und die wollen wir jetzt betrachten. Zunächst einmal, das haben wir in den Beispielen ja auch schon gesehen, häufig lassen sich rekursive Algorithmen kürzer formulieren als äquivalente iterative Algorithmen. Und mit ein bisschen Erfahrung ist es häufig auch so, dass die Lösungen verständlicher sind. Im Programmcode, das haben wir auch in den Beispielen gesehen, ist es häufig so, dass man in rekursiven Algorithmen keine Variablen benötigt, die man in iterativen Algorithmen explizit definieren muss. Ein großer Vorteil ist jedoch, dass es zum Teil sehr effiziente Problemlösungen gibt für bestimmte Probleme, wenn man sie rekursiv formuliert. Beispielsweise für das Sortieren von Zahlenmengen gibt es einen Algorithmus, der nennt sich Quicksort. Das ist ein rekursiver oder ein sich rekursiv sehr einfach formulierender Algorithmus, der sehr schnell dieses Problem der Sortierung von Zahlenmengen löst. Nachteile rekursiver Algorithmen. Ja, häufig ist das Laufzeitverhalten weniger effizient, das heißt, die Programme sind langsamer. Das liegt daran, dass ja die Funktionen, die Prozeduren rekursiv aufgerufen werden und beim Aufruf von Prozeduren und Funktionen gibt es immer laufzeitmäßig, laufzeittechnisch einen gewissen Overhead. Für Programmieranfänger einhergehen immer Verständnisprobleme bei rekursiven Algorithmen. Ja, da heißt es aber, wie in der Programmierung generell, man muss halt üben, üben, üben und sich mit entsprechenden rekursiven Algorithmen auseinandersetzen. Dann ist das hinterher gar nicht mehr so kompliziert. Insbesondere hat man dann irgendwann den Punkt erreicht, dass man wohl rekursive Algorithmen versteht als Programmieranfänger, aber wenn man dann selber die Aufgabe bekommt, einen Algorithmus zum Lösen eines bestimmten Problems rekursiv zu formulieren, dann weiß man überhaupt nicht, wie man vorgehen soll. Auch hier heißt es, sich Beispiele anschauen und einfach üben.